Yep, meine liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Borderlands 3 Video. Und zwar geht es heute mal um die DNA. Die DNA ist eine legendäre SMG hergestellt von Maliban und diese könnt ihr im Hauptspiel von Borderlands 3 bekommen, ohne ein DLC zu besitzen. Um die Waffe zu farmen, müsst ihr euch nach Necrotafeo begeben und zwar auf die Map Kante der Einsamkeit, wo ihr den Gegner General Tron finden könnt, der euch die DNA mit einer Chance von 16,5% droppen kann. Um euch den Weg zu verkürzen und Tron so schneller fahren zu können, startet ihr am besten auf der Map Tazen die Ruinen und verlasst die Map direkt wieder über den Kartenausgang hinter euch. Jetzt müsst ihr nämlich nur noch einen kleinen Weg entlang laufen, kommt an einem Spawnpunkt vorbei, an dem ihr dann auch einmal starten könnt und gelangt recht schnell zu General Tron. Es gibt ein paar Waffen im Spiel, bei denen die Drops der Waffen Chaos-Modus abhängig sind und genauso ist es halt auch bei der DNA. Man kann sie nämlich ausschließlich ab Chaos-Stufe 6 oder höher bekommen, also solltet ihr, wenn ihr die Waffe farmen möchtet, die Chaos-Stufen freigeschaltet haben und einen Kammerjäger haben, der zumindest auf Chaos-Stufe 6 klarkommt. Trond ist kein sonderlich schwerer Gegner und kann eigentlich recht schnell umgelegt werden. Die DNA, die er mir zuletzt gedroppt hat, ist diese hier. Eine gesalbte Level 65er Binary Mocking DNA mit einem Schaden von 33.785, einer Zielgenauigkeit von 65%, einer Handhabung von 58%, einer Nachladezeit von 1,5 Sekunden, einer Feuerrate von 6,3 und einer Magazingröße von 36. Meine hat in diesem Fall plus 28% Waffenladegeschwindigkeit, plus 52% Nachladegeschwindigkeit, verbraucht 2 Munition pro Schuss, hat plus 60% Nahkampfschaden und plus 69% Projektilgeschwindigkeit. Als roter Text steht auf der Waffenkarte, der Tod lässt sich nicht aufhalten. Die DNA verschießt pro Schuss 2 Orbs, die sich erst ab einer gewissen Entfernung teilen und einen random Elementarschaden verursachen. Die geteilten Projektile sind mit einer Art Elementstrahl verbunden und machen deswegen erst nach dem Teilen den besten Schaden. Man kann sie ein wenig mit der Katzenin vergleichen, was ihre Projektilgeschwindigkeit angeht, weswegen sie eher für langsamere Ziele geeignet ist. Auch die DNA wurde durch einen Hotfix gebufft und hat jetzt dadurch eine bessere Magazingröße, eine schnellere Nachladezeit und eine höhere Projektilgeschwindigkeit. Die DNA droppt jedes Mal ohne Element, zumindest auf ihrer Waffenkarte, hat aber wie gesagt immer mehrere random generierte Elementarschadensarten beim Feuern. Vor allem nach ihrem Buff ist die DNA eine sehr nützliche SMG, die Gegner auf allen Chaosstufen umnietet. Je nach Salbung, Bild und Kammerjäger ist sie natürlich unterschiedlich stark und auch nützlich, aber grundsätzlich ist sie eine der stärksten SMGs im Hauptspiel von Borderlands 3. Wegen ihrem guten Schaden, ihren langsamen Projektilen und ihren random generierten Elementen gebe ich der DNA auf einer Skala von 1 bis 10 eine 8,5. So Leute, aber damit würde ich mal sagen, war es das auch schon wieder mit diesem kurzen Guide. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!